Kochen 15.09.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. Für 4 Portionen 150 Gramm Zwiebeln, 3 Knoblauch, 10 E 250 Gramm Gel, Paprika, 250 Gramm Auberginen, 250 Gramm Zucchini, 250 Gramm Cocktailtomaten, 60 Gramm schwarze Kalamata Oliven ohne Stein A1 und Basilikum, 4 3 Zweige Thymian, 2 Zweige Oregano, 2 Esslöffel Bratöl, 2 Esslöffel Tomatenmark, Salz F schwarzer Pfeffer, eine Dose stückige Tomaten, 400 Gramm, 12 Lasagneblätter, 250 Gramm Ricotta, 120 Gramm milder Gorgonzola, Zwiebeln schälen und fein würfeln, Knoblauch schälen, Paprika waschen, putzen, halbieren, entkernen und in 1,5 cm große Stücke schneiden. Auberginen und Zucchini waschen, putzen und 1,5 cm groß würfeln. Tomaten waschen und vierteln, Oliven in feine Scheiben schneiden, Kräuter kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken, die Hälfte des Basilikums für den Guss zur Seite legen, Öl in großem Topf erhitzen und Zwiebeln darin ca. 3 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen, Tomatenmark zufügen, Knoblauch dazu pressen und ca. 1 Minute mit anschwitzen. Gemüse zufügen und weitere 3 Minuten mitbraten. Gemüse salzen und alles im geschlossenen Topf bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Oliven, die Hälfte des Basilikums, Thymian und Oregano unterrühren. Salzen und pfeffern. Backofen auf 180 vorheizen. Dosentomaten in Auflaufform geben. Salzen und pfeffern. Mit 3 Lasagneblättern belegen. / 3 der Gemüsefüllung darauf verteilen und mit 3 Lasagneblättern abdecken. Vorgang zweimal wiederholen. Für den Guss Ricotta und Gorgonzola fein pürieren, mit Pfeffer abschmücken und restliches Basilikum untermischen. Guss auf der letzten Schicht Lasagneblätter verteilen. Circa 40 Minuten backen. Vorm Servieren circa 5 Minuten ruhen lassen. Rigatoni mit Röstpaprikasauce und mediterranem Gemüse aromatisch. Für 4 Portionen Soße, 600 Gramm rote Paprika, 1 Esslöffel Bratöl, 02 Knoblauch, 10,92 Esslöffel Weißweinessig, 4 Esslöffel Olivenöl, 50 Gramm Pinienkerne, Salz, schwarzer Pfefferpasta, 100 Gramm Zwiebeln, 9300 Gramm braune Champignons, 400 Gramm Zucchini, 80 Gramm Lauchzwiebeln, 1 und Basilikum, 1-2 Zweige Rosmarin, 400 Gramm Rigatoni, Klammer auf alternativ, andere kurze Röhrennudeln, Klammer zu, 9,3 Esslöffel Bratöl, erstens für die Soße Backofen auf 220 vorheizen, Backblech mit Bratöl fetten, Paprika waschen, vierteln, entkernen und mit Hautfläche nach oben auf Backblech verteilen. Circa 30 Minuten im Backofen garen, bis die Haut Blasen wirft und dunkle Stellen bekommt. Blech aus dem Ofen nehmen, Paprika mit feuchtem Küchentuch abdecken und 15 Minuten ruhen lassen. Zweitens, inzwischen für die Pasta Zwiebeln schälen und fein würfeln. Champignons putzen, mit feuchtem Tuch säubern und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Zucchini-Waschen putzen, der Länge nach vierteln und ebenfalls in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in 1 cm lange Stücke schneiden. Basilikum kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen, grob hacken und die Hälfte für die Garnitur zur Seite legen. Rosmarin kalt abbrausen, trocken schütteln, Nadeln abzupfen und fein hacken. Drittens, weiter für die Soße Knoblauch schälen und grob hacken. Mit Essig und Olivenöl in Mixbehälter geben. Pinienkerne in Pfanne ohne Fett hellbraun rösten und zur Seite stellen. Viertens, für die Pasta Nudeln nach Packungsanleitung in ausreichend Salzwasser al dente garen. Inzwischen Bratöl in große Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin ca. 2 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Champignons zufügen und ca. 2 Minuten bei hoher Hitze mit anbraten. Zucchini zugeben und weitere 3 Minuten kräftig braten. Lauchzwiebeln zufügen und 1 Minute mit anbraten. Kräuter untermischen und Gemüse pikant mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fünftens, weiter für die Soße Haut der Paprika abziehen.
Paprika und Pinienkerne mit in Mixbehälter geben und alles cremig pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken, Nudeln abgießen und auf 4 Teller portionieren, Röstpaprikasauce darüber geben, Gemüse darauf verteilen und mit restlichem Basilikum bestreut sofort servieren. Gratinierter Ziegenkäse auf Wassermelone und Spinatsalat, Klammer auf Queso de Cabracon Sandia y Spinacas, Klammer zu, servieren Sie dazu Baguette für 4 Portionen, 500 Gramm Wassermelone, 5 türkische Lire flüssiger Honig, 1 türkische Lira Dijon-Senf, 2 Esslöffel dunkler Balsamico-Essig, 4 Esslöffel Olivenölsalz, schwarzer Pfeffer, 100 Gramm Babyspinat, 8 Cocktailtomaten, 70 Gramm Möhren, 50 Gramm Lauchzwiebeln, 80 Gramm rote Spitzpaprika, 400 Gramm Ziegenweichkäserolle, Klammer auf Alternativ, Ziegencamembert, Klammer zu, erstens für das Dressing 60 Gramm Wassermelone entkernen und in Mixbehälter geben, eine türkische Lira Honig, Senf, Essig und Öl zugeben und fein pürieren, mit Salz und Pfeffer würzen und zur Seite stellen, Spinat verlesen, waschen und gut abtropfen lassen. Für 4 Portionen Nullsoße, 1/2 Bund glatte Petersilie, 30 Gramm Lauchzwiebeln, 120 Gramm Pinienkerne, Klammer auf Alternativ, gemahlene geröstete Mandeln, Klammer zu, 1/2 Teelöffel Salz, 1 Knoblauchzehe, 2-3 Esslöffel Zitronensaft, schwarzer Pfeffer, Zucchini, 5 gestrichene EL Weizenmehl Type 405, 5 gestrichene TL Paprikapulver Edelsüß, 2 Zucchini, Klammer auf, ca. 300 Gramm, Klammer zu, 4-8 Esslöffel Bratöl, Salz, Cayenne Pfeffer auf Wunsch, grobes Meersalz für die Garnitur, erstens für die Soße Petersilie kalt abbrau, Cent trocken schütteln und Blättchen sowie feine Stiele abzupfen, einige Blättchen für die Garnitur zur Seite legen, Lauchzwiebeln putzen, waschen und in grobe Stücke schneiden. Pinienkerne in Pfanne ohne Fett hellbraun rösten. Knoblauch schälen und grob hacken. Zusammen mit Petersilie, Pinienkernen, Lauchzwiebeln, Salz, Zitronensaft und 200 ml lauwarmem Wasser in Mixbehälter cremig pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zweitens für die Zucchini Mehl mit Paprikapulver in tiefem Teller mischen. Zucchini putzen, waschen und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Zucchini-Scheiben in Paprikamehlmischung wenden. In große Pfanne 4 Esslöffel Öl erhitzen und Zucchini darin portionsweise frittieren. Gegebenenfalls erneut Öl zugeben. Ausgebacken Zucchini-Scheiben auf Küchenpapier abtropfen lassen, mit Salz und Seienpfeffer würzen und auf 4 Tellern anbraten. Pinienkernsoße darüber verteilen und mit Petersilie und auf Wunsch mit Meersalz garniert serviere. Für 6 Gläser ca. 250 ml 1 kg Aprikosen, 500 Gramm Gelee gegen Rohrzucker, 2:1 4 Esslöffel Zitronensaft, 1-2 gestrichene TL getrocknete Lavendelblüten, Klammer auf Bioladen, S-Tipp Klammer zu, außerdem 6 Schraubgläser ca. 250 ml. Erstens Aprikosen waschen, halbieren, entsteinen, 1 cm groß würfeln und mit Zucker in großen Topf geben, Zitronensaft und Lavendelblüten zufügen und alles gut vermischen, Masse 6 Stunden in geschlossenem Topf an kühlem Ort durchziehen lassen, zweitens Fruchtmasse pürieren und aufkochen, 5 Minuten sprudelnd kochen lassen, dabei kontinuierlich rühren, gegebenenfalls Schaum mit Löffel abschöpfen. Kurz vor Ende der Kochzeit Gelierprobe machen, Klammer auf, S-Tipp Klammer zu. Konfitüre heiß in Gläser abfüllen und verschließen. Gläser mindestens 5 Minuten auf den Kopf stellen, so dass ein Vakuum im Glas entsteht. Aprikosen-Kokos-Eis, sehr fruchtig, für 4 Portionen 600 Gramm Aprikosen, 2 Esslöffel Kokosflakes S, 1 Dose Kokosmilch 200 ml, 75-100 ml Ahornsirup, Klammer auf, je nach Süße der Aprikosen, Klammer zu, 1/2 Teelöffel Bourbon-Vanillepulver, außerdem, eine Gefrierdose, erstens Aprikosen waschen, halbieren, entsteinen und ca. 2 cm groß würfeln. Stücke in Gefrierdose füllen und ca. 6 Stunden tiefkühlen, Klammer auf, S-Tipp Klammer zu. Zweitens Kokosflakes in Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze goldbraun rösten und zur Seite stellen.
Gefrorene Aprikosenstücke mindestens 2 bis 4 Minuten antauen lassen und gegebenenfalls auseinanderbrechen. Mit Kokosmilch, Ahornsirup und Vanillepulver in Mixbehälter oder Standmixer füllen, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, und fein pürieren. Eis portionieren, mit Kokosflakes bestreuen und sofort servieren. Feine Aprikosencreme mit Rosmarinnote gut vorzubereiten für 4 Gläser ca. 250 ml 600 Gramm Aprikosen, 1,5 Bourbon Vanilleschote, 70 Gramm Rohrzucker, 1-2 Rosmarin, 150 Gramm Sahne, außerdem 4 Gläser ca. 250 ml. Erstens Aprikosen waschen, halbieren, entsteinen und 1 cm groß würfeln. Die Hälfte der Fruchtstücke in einen Topf geben, Rest in eine Schüssel füllen. Vanilleschote mit spitzem Messer längs aufschlitzen, Mark herauskratzen und zusammen mit Schote und 50 Gramm Zucker in den Topf geben. Rosmarin kalt abbrausen, trocken schütteln und Zweig ebenfalls zufügen. Einmal unterrühren, aufkochen, dann bei niedriger Hitze ca. 5 Minuten köcheln lassen. Topf vom Herd nehmen und 30 Minuten ruhen lassen. Rosmarin und Vanilleschote entfernen und Masse glatt pürieren. Masse durch feines Haarsieb streichen und Fruchtpüree eine Stunde kühl stellen. Zweitens Sahne steif schlagen und Aprikosenpüree vorsichtig unterheben. Restlichen Zucker mit Aprikosen in Schüssel vermischen. Gläser zunächst mit Fruchtstücken und dann mit Aprikosencreme füllen. Bis zum Servieren kühl stellen. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten, 1 Stunde 30 Minuten Wartezeit pro Glas, ca. 257 Kilokalorien, 1080 Kilojoule, 2 Gramm EW, 34 Gramm KH, 12 Gramm F3BE. Auch lecker, mischen Sie noch einen Esslöffel Rum unter die gewürfelten Früchte. Mein Tipp: aus dem Dessert können Sie auch ein herrliches Trüffel zaubern. Dazu einfach pro Glas 3 Cantuccini zerbröseln. Füllen Sie je die Hälfte davon zwischen die Fruchtstückchen und die Aprikosencreme. Den Rest über das fertige Dessert streuen. Aprikosentarte mit Mandelcreme, toll für Gäste. Für eine Tarte Form 0,26 cm bzw. 12 Stücke Teig, 100 Gramm kalte Butter, 100 Gramm Puderzucker, 250 Gramm Weizenmehltype, 405 eine Prise Salz, 1 Ei Mandelcreme, 40 Gramm zimmerwarme Butter, 100 Gramm Rohrzucker, 1 Ei, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 20 Gramm Weizenmehltype, 405 ein Esslöffel brauner Rum, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, Belag, 600 Gramm Aprikosen, 3 Esslöffel Aprikosenfruchtaufstrich, 1 Esslöffel gehackte Pistazien, Klammer auf Backabteilung, Klammer zu, außerdem 1 Vorratsbehälter mit Deckel, Butter für die Form auf Wunsch, Puderzucker zum Bestreuen. Erstens für den Teig Butter 1 cm groß würfeln und mit Puderzucker, Mehl und Salz mit Fingerspitzen zu krümeligem Teig verkneten, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu. Ei zugeben und mit den Knethaken des Handrührers zu homogenem Teig verkneten. In Vorratsbehälter luftdicht verpacken und eine Stunde kühl stellen. Zweitens inzwischen für die Mandelcreme Butter und Zucker mit den Quirlen des Handrührers schaumig rühren. Ei zugeben und weitere 3 Minuten rühren. Mandeln, Mehl und Rum zufügen und verrühren, bis homogene Creme entsteht. Drittens Aprikosen waschen, vierteln und entsteinen. Backofen auf 190 vorheizen. Tarteform fetten. Teig mit Fingerspitzen hineindrücken und dabei einen 2 cm hohen Rand formen. Mandelcreme gleichmäßig auf dem Boden verteilen und Aprikosen mit Schnittfläche nach unten kreisförmig darauf anordnen. Circa 35 Minuten backen. 10 Minuten vor Ende der Backzeit Aprikosenfruchtaufstrich in kleinem Topf erhitzen und Tarte damit bestreichen. Pistazien darüber streuen und zu Ende backen. Auf Wunsch mit Puderzucker bestreuen und lauwarm oder kalt servieren. 125 Gramm Rucola, 600 Gramm Strauchtomaten, 100 Gramm getrocknete Tomaten in Öl, 250 Gramm Mozzarella, 2 Knoblauchzehen, 5 Esslöffel Olivenöl, Klammer auf Alternativ,
Einlegeöl der Tomaten, Klammer zu, 5 bis 6 Esslöffel dunkler Balsamico, Essigsalz, schwarzer Pfeffer, 400 Gramm Spirelli, 50 Gramm Pinienkerne, 60 Gramm Parmesan, am Stück erstens Rucola verlesen, waschen, gut abtropfen lassen und grob hacken. Strauchtomaten waschen, halbieren, Stielansätze entfernen und 1,5 cm groß würfeln. Getrocknete Tomaten abtropfen lassen und in 0,5 cm große Würfel schneiden. Mozzarella ebenfalls abtropfen lassen und 1,5 cm groß würfeln. Knoblauch schälen und fein würfeln. Rucola, Strauchtomaten, getrocknete Tomaten und Mozzarella mit Öl, Essig und Knoblauch in großer Schüssel vermischen. Kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken. Buntes Tomatenrisotto mit Thymian und Parmesan, sommerlich, für 4 Portionen 1 i Gemüsebrühe, 80 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 50 Gramm Butter, 300 Gramm Risotto-Reis, zum Beispiel Arborio, 150 Milliliter trockener Weißwein, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, je 250 Gramm rote und gelbe Kirschtomaten, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Rotweinessig, Salz, schwarzer Pfeffer, 10 Zweige Thymian, 100 Gramm Parmesan am Stück auf Wunsch, Thymian für die Garnitur, erste Brühe aufkochen und warm halten, Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln, Butter in großem Topf zerlassen, Zwiebeln und Knoblauch darin ca. 4 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen, Reis einstreuen und ca. 1 Minute unter ständigem Rühren mit anschwitzen, mit Wein ablöschen und im offenen Topf bei niedriger Hitze einkochen lassen. Topfinhalt knapp mit Brühe bedecken und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Flüssigkeit vollständig aufgesogen ist, dabei ab und zu umrühren. Vorgang wiederholen, bis die Brühe aufgebraucht ist. Zweitens, inzwischen Tomaten waschen und halbieren. In Schüssel mit Öl und Essig mischen, salzen und pfeffern. Thymian kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und unter die Tomaten mischen. Parmesan fein reiben. Zusammen mit der Tomaten-Thymian-Mischung und das Risotto rühren und auf ausgeschaltetem Herd im geschlossenen Topf ca. 5 Minuten ruhen lassen. Risotto mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf Wunsch mit Thymian-Blättchen garniert servieren. Auberginen-Mozzarella-Türmchen mit Pesto-Kartoffeln für Gäste, für 4 Portionen 4 Esslöffel Bratöl, 2 Esslöffel Zitronensaft, Salz, schwarzer Pfeffer, 1 gestrichener EL getrocknete italienische Kräuter, zum Beispiel Oregano, Thymian, Rosmarin und Basilikum, 600 Gramm Auberginen, 800 Gramm festkochende Kartoffeln, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 250 Gramm Mozzarella plus 500 Gramm mittelgroße Tomaten, 4 bis 5 gehäufte TL Basilikum Pesto, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 24 Basilikumblättchen außerdem, Backpapier auf Wunsch, Basilikum für die Garnitur, erstens Backofen auf 220 vorheizen, Öl mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Kräutern verrühren, Auberginen putzen, waschen, trocknen und quer in 24 ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Auf mit Backpapier belegtem Backblech verteilen, mit Kräuteröl einpinseln und ca. 15 Minuten backen. Zweitens, inzwischen Kartoffeln schälen, ca. 1,5 bis 2 cm groß würfeln und in ausreichend Salzwasser, bei mittlerer Hitze ca. 15 bis 20 Minuten garen. Drittens, weiter für die Türmchen Mozzarella abtropfen lassen und in 24 ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Große Scheiben gegebenenfalls. Buchweizen-Tabold mit gebratenem Crostello gelingt leicht für 4 Portionen O 300 Gramm Buchweizensalz 1, bunt glatte Petersilie je 6 Stiele Minze und Koriander 100 Gramm Lauchzwiebeln plus 250 Gramm Cocktailtomaten, 5 Esslöffel Olivenöl, 4 bis 5 Esslöffel Zitronensaft, schwarzer Pfeffer, 2 Esslöffel Bratöl, 400 Gramm Crostello, Klammer auf im Bioladen. S-Tipp, alternativ, Räuchertofu, Klammer zu, auf Wunsch, glatte Petersilie für die Garnitur, erstens Buchweizen in feinem Sieb heiß abbrausen und abtropfen lassen, mit 600 ml Salzwasser in Topf geben, aufkochen und 15 bis 18 Minuten im geschlossenen Topf bei niedriger Hitze köcheln lassen,
Anschließend in Sieb abgießen, mit kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Zweitens inzwischen Petersilie, Minze und Koriander, kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen und gegebenenfalls feine Stiele abzupfen und grob hacken. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Tomaten waschen und halbieren. Öl mit Zitronensaft verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Drittens Buchweizen mit Kräutern, Lauchzwiebeln, Tomaten und Öldressing vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bratöl in beschichteter Pfanne erhitzen. Crostello halbieren, Klammer auf, Tofu in vier Scheiben schneiden, Klammer zu, und unterwenden circa 4 Minuten bei hoher Hitze knusprig anbraten. Mit dem Tabul anrichten und auf Wunsch mit Petersilie garniert servieren. Zweierlei Tomaten Gazpacho mit frittierten Kapern, heiße Sommertage, Tür 4 Portionen, 0 if rote Gazpacho, 150 Gramm rote Cocktailtomaten, 200 Gramm rote Paprika, 1/2 Salatgurke, Klammer auf ca. 150 Gramm, Klammer zu, 3 Knoblauchzehen, 1/2 helles Brötchen, Klammer auf ca. 30 Gramm. Alternativ, Baguette oder Weißbrot, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, Salz, 2 Esslöffel Zitronensaft, schwarzer Pfeffer, gelbe Gazpacho, 150 Gramm gelbe Cocktailtomaten, 200 Gramm gelbe Paprika, V-Salatgurke, Klammer auf ca. 150 Gramm, Klammer zu, 3 Knoblauchzehen, 1/2 helles Brötchen, Klammer auf ca. 30 Gramm. Alternativ, Baguette oder Weißbrot, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Zitronensaft, Topping, 1 Esslöffel Weizenmehl, Type 405, 1/2 Esslöffel Mais oder Kartoffelstärke, 50 Gramm Kapern, 5 Esslöffel Bratöl, 1, für die rote Gazpacho, Tomaten waschen und halbieren. Paprika waschen, putzen, halbieren, entkernen und in ca. 2x2 cm große Stücke schneiden. Gurke schälen und grob würfeln. Knoblauch schälen und grob hacken. Brötchen 2 cm groß würfeln. Alles zusammen mit 100 ml Wasser, Öl, 1 gestrichenen Teelöffel Salz, Zitronensaft und Pfeffer in Mixbehälter geben und cremig pürieren. Mit Salz abschmecken und kühl stellen. Gelbe Gazpacho genauso zubereiten. Zweitens für das Topping Mehl und Stärke in kleiner Schale mischen. Kapern abtropfen lassen und in Mehl wenden. Öl in kleinem Topf erhitzen. Kapern darin ca. 3 Minuten unterrühren, frittieren und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Beide Suppen jeweils von links und rechts in 4 Teller gießen und mit Kapern bestreut servieren. Buntes Ofengemüse mit Basilikum Quarkdip schmeckt auch Kindern. Für 4 Portionen 1 Kilogramm festkochende Kartoffeln, 4 Knoblauchzehen, 4 Esslöffel Bratöl, Salz, 1 türkische Lira, getrocknete Kräuter der Provence, 400 Gramm Brokkoli, 200 Gramm rote Spitzpaprika-Dip, 2 Bund Basilikum, 500 Gramm Magerquark, 200 Gramm Frischkäse, 4. Ein Esslöffel Mineralwasser, schwarzer Pfeffer, es außerdem Backpapier, erstens Backofen auf 200 vorheizen. Kartoffeln schälen, längs halbieren, in 1 cm dicke Spalten schneiden und in große Schüssel geben. Knoblauch schälen. 3 Knoblauchzehen in kleine Schüssel pressen und mit Öl 1 türkische Lira Salz und Kräutern verrühren. Kartoffeln mit der Hälfte des Knoblauchöls vermischen, auf mit Backpapier belegtem Backblech verteilen und ca. 15 Minuten backen. Zweitens inzwischen Brokkoli putzen, in kleine Röhrchen zerteilen, waschen und abtropfen lassen. Dicke Stiele schälen und quer in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Mit der Hälfte des restlichen Knoblauchöls mischen. Kartoffeln auf eine Hälfte des Backblechs schieben, Brokkoli auf andere Hälfte ausbreiten und 10 Minuten weiter backen. Inzwischen Paprika waschen, putzen, vierteln, entkernen und in 1,5 cm große Stücke schneiden. Mit restlichem Knoblauchöl mischen. Auf dem Blech Brokkoli etwas zusammenschieben, Paprika auf freie Fläche geben und weitere 10 Minuten backen. Drittens inzwischen für den Dip Basilikum kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen und feine Stiele abzupfen und grob hacken. Einige für die Garnitur zur Seite legen. Restliches Basilikum Quark Frischkäse, restlichen Knoblauch Mineralwasser, Salz und Pfeffer in Mixbehälter geben und alles zu dickflüssigem Dip pürieren.
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Orikierte mit geschmorten Paprikastreifen, Balsamico, Zwiebeln und Feta würzig, für 4 Portionen 300 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 700 Gramm rote Paprika, 4 Zweige, Thymian 1 und glatte Petersilie, 400 Gramm Orekite Salz, 3 Esslöffel, Bratöl, 4 Esslöffel dunkler Balsamico, Essig, 4 Esslöffel trockene Weißwein, schwarzer Pfeffer, 2 türkische Lire Paprika, Pulver edelsüß, 200 Gramm Feta, erstens Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Halbringe schneiden. Knoblauch schälen und feinwürfeln. Paprika waschen, putzen, halbieren, entkernen und hälften, quer in 0,5 cm breite Streifen schneiden. Thymian und Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen, Petersilie grob hacken und beides zur Seite stellen. Nudeln nach Packungsanleitung in ausreichend Salzwasser al dente garen. Zweitens, inzwischen Öl in tiefer Pfanne erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch, darin bei hoher Hitze ca. 2 Minuten anbraten. Paprika zugeben und unterrühren ca. 6 Minuten bei hoher Hitze anbraten, bis Zwiebeln und Paprika leicht gebräunt sind. Mit Essig und Wein ablöschen, auf mittlere Hitze zurückdrehen und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. 2 Drittel von Thymian und Petersilie unterrühren. Viertens, Feta mit Gabel grob zerbröseln, Nudeln abgießen, tropfnass zurück in den Topf geben und mit Paprika, Zwiebelgemüse und 2/3 des Fettas vermischen. Auf 4 Teller portionieren, mit restlichen Kräutern und Feta bestreut servieren. Rosmarinvorgasse mit Honigziegenfrischkäse Aufstrich, französische Spezialität, für 2 Brote ca. 375 g und ca. 250 Gramm Aufstrich Vorgasse, 2 bis 3 Zweige Rosmarin, 20 Gramm Hefe, 500 Gramm Weizenmehltype, 405 oder 550 Klammer auf alternativ. Dinkelmehltype 630 Klammer zu, 4 Esslöffel Bratöl Salz Aufstrich. 20 Gramm Pinienkerne, 1 Knoblauchzehe, 30 Gramm Schalotten, 200 Gramm Ziegenfrischkäse, 3 türkische Lire flüssiger Honig, schwarzer Pfeffer, außerdem Mehl für die Arbeitsfläche, Öl für das Blech auf Wunsch, 1 türkische Lira, getrocknete Lavendelblüten, erstens für die Vorgasse Rosmarin kalt abbrausen, trockens küteln, Nadeln abzupfen und die Hälfte fein hacken, Rest zur Seite legen. Hefe in große Schüssel bröseln, 100 ml lauwarmes Wasser zugeben und Hefe darin unterrühren auflösen. Erneut 200 ml lauwarmes Wasser zugeben und unterrühren. Mehl, 2 Esslöffel Öl, gehackten Rosmarin und 1 türkische Lira Salz zufügen und mit den Knethaken des Handrührers ca. 5 Minuten auf mittlerer Stufe verkneten. Teig abdecken und an warmem Ort ca. 30 Minuten gehen lassen, bis sich Volumen deutlich vergrößert hat. Zweitens, inzwischen für den Aufstrich Pinienkerne in Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze hellbraun rösten und zum Abkühlen auf Teller geben. Knoblauch schälen und in kleine Schüssel pressen. 100 Gramm Zartbitterschokolade, 90 Gramm ungesalzene, geschälte Pistazien, 200 Gramm Sahne plus 40 ml Orangensaft plus 40 Gramm Rohrzucker, 250 Gramm Mascarpone plus 200 Gramm Löffel Biskuit plus 300 ml kalter Kaffee, rechteckige Auflaufform ca. 20 x 16 cm, erstens Schokolade grob zerteilen und mit Pistazien im Multi zerkleinere Mittelgrub hacken, Klammer auf S-Tipp Klammer zu, Sahne steif schlagen, Orangensaft und Zucker mit den Quirlen des Handrührers unter Mascarpone rühren, Sahne unterheben. Zweitens, die Hälfte der Löffel Biskuits nebeneinander in die Formel gehen, bis der Boden komplett bedeckt ist. Mit der Hälfte des Kaffees beträufeln, der Hälfte der Mascarpone-Creme bestreichen und der Hälfte der Schokoladen-Pistazien-Mischung bestreuen. Vorgang einmal wiederholen, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Bis zum Servieren mindestens 2 Stunden kühl stellen.
Caponata servieren Sie dazu CIA Butter für 4 Portionen 500 Gramm Auberginen je 300 Gramm, rote und gelbe Paprika 150 Gramm Staudensellerie 180 Gramm rote Zwiebeln 2 Knoblauchzehen 80 Gramm grüne Oliven ohne Stein 8 Esslöffel Bratöl 200 Gramm, passierte Tomaten 50 Gramm Rosinen 70 Milliliter Weißweinessig Salz 20 Gramm Rohrzucker 1/2 und Basilikum auf Wunsch, Olivenöl zum Beträufeln erstens Auberginen waschen putzen und 1,5 cm groß würfeln, Paprika waschen putzen vierteln entkernen und in 1,5 cm große Stücke schneiden, Staudensellerie waschen putzen und in 0,5 cm lange Stücke schneiden, Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln, Oliven in dünne Scheiben schneiden. Zweitens in großem Topf 3 Esslöffel Öl erhitzen. Knoblauch und Zwiebeln darin bei niedriger Hitze ca. 2 Minuten anschwitzen. Paprika und Staudensellerie zugeben und 2 bis 3 Minuten mit anschwitzen. Tomaten und Rosinen zufügen und 10 Minuten im geschlossenen Topf bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Restliches Öl in große Pfanne erhitzen und Auberginen bei hoher Hitze unterwenden ca. 5 bis 6 Minuten goldbraun anbraten. 46 köstlich vegetarisch 4 2017 3. Oliven und Auberginen mit Paprikagemüse gut vermischen. Essig, Salz und Zucker zugeben und bei niedriger Hitze ca. 5 Minuten offen köcheln lassen. Basilikum kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Kurz vorm Servieren untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf 4 Teller portionieren und auf Wunsch mit etwas Olivenöl beträufelt servieren. Zubereitungszeit, ca. 45 Minuten pro Portion, ca. 358 Kilokalorien 1500 Kilojoule 5 Gramm EW 30 Gramm KH 24 Gramm F 2BE wissenswert als Caponata bezeichnet man ein sizilianisches süß-saures Gemüsegericht. Meist besteht es aus den Hauptzutaten Auberginen, Paprika und Tomaten. Der typische Geschmack ergibt sich aus der Mischung von Zucker und Essig, die dem angebratenen Gemüse zugegeben wird. Auf Sizilien wird es als Antipasto oder als Beilage zu Nudel- und Fleischgerichten serviert. Ricotta-Rollen mit Orangensalat, Klammer auf Skeksia Ricotta e Cipolla con Insalata di Aranca Klammer zu, für Gäste für 4 Portionen Teig, 500 Gramm Weizenmehl Type 550 Salz, 3 Esslöffel Bratöl, 10 Gramm frische Hefefüllung, 250 Gramm Zwiebeln, 6 Esslöffel Bratöl, 500 Gramm Ricotta 1 und glatte Petersilie schwarzer Pfeffersalat. 4 große Orangen, Klammer auf ca. 250 Gramm Klammer zu, 80 Gramm rote Zwiebeln, 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft, 3 Esslöffel Olivenöl, 60 Gramm schwarze Kalamata Oliven ohne Stein, außerdem Backpapier erstens für den Teigmehl eine türkische Lira Salz, 220 Milliliter lauwarmes Wasser und Bratöl in eine Schüssel geben. Hefe in 30 ml lauwarmem Wasser auflösen und ebenfalls zugeben. Mit den Knethaken des Handrührers ca. 5 Minuten zu homogenem Teig verkneten. Teig abdecken und 45 Minuten an warmem Ort gehen lassen. Inzwischen für die Füllung Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Halbringe schneiden. 2 Esslöffel Bratöl in Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin, bei niedriger Hitze 3 bis 4 Minuten anschwitzen, salzen und abkühlen lassen. Ricotta in eine Schüssel geben und glatt rühren. Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen, fein hacken und ca. 1/4 zur Seite stellen. Rest zusammen mit Zwiebeln zum Ricotta geben, gut durchmischen und kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zweitens Backofen auf 200 vorheizen. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche in 4 Portionen teilen und zu Quadraten von ca. 35 x 35 cm ausrollen. Je 1/4 der Ricotta-Füllung darauf verteilen, dabei rundherum 2 cm Rand lassen. Rand mit je 1/2 Esslöffel Bratöl einpinseln und rundherum einklappen. Teig von beiden Längsseiten zur Mitte hin so einklappen, dass die Kanten in der Mitte aneinander stoßen. Nochmal längs zusammenfalten, so dass 4 Lagen entstehen.
Skäcke nebeneinander auf mit Backpapier belegtem Backblech verteilen, mit restlichem Öl bestreichen, ca. 35 Minuten backen, bis Skäcke schön gebräunt sind. Drittens, inzwischen für den Salat Orangen mit scharfem Messer so schälen, dass weiße Außenhäute vollständig entfernt werden. Orangen quer in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und auf 4 Tellern verteilen. Zwiebeln schälen, in 1 mm dicke Ringe schneiden und über Orangen geben. Oliven ebenfalls in feine Ringe schneiden und verteilen. Zitronensaft, Olivenöl und Salz verrühren und Dressing über Salat träufeln. Restliche Petersilie auf Salat verteilen. Mit Pfeffer bestreut servieren. 700 Gramm Fenchel mit viel Grünsalz, 70 Gramm Zwiebeln, 3 Esslöffel Bratöl, 4 bis 5 Esslöffel Tomatenmark, 1 Knoblauchzehe, 50 Gramm Rosinen, 1 Msp, Kurkuma, 40 Gramm Pinienkerne, 400 Gramm Spaghetti, 40 Gramm Semmelbrösel, 1,5 Teelöffel Rohrzucker. Erstens Fenchel waschen, putzen, grün abzupfen und zur Seite legen. Fenchelknollen halbieren, Strunk entfernen und 1,5 cm groß würfeln. In großem Topf in kochendem Salzwasser, Klammer auf, darin werden später auch die Nudeln gegart, Klammer zu, ca. 7 Minuten blanchieren, mit Schaumlöffel herausheben, in Sieb abtropfen lassen, 200 ml Kochwasser entnehmen und Topf zur Seite stellen. Fenchelgrün fein hacken. Zweitens Zwiebeln schälen und fein würfeln. In großer Pfanne 2 Esslöffel Öl erhitzen und Zwiebeln darin, bei mittlerer Hitze 2 Minuten anschwitzen. Tomatenmark zugeben und mit 150 ml Fenchelkochwasser ablöschen. 2 Minuten köcheln lassen. Knoblauch schälen und dazu pressen. Rosinen zugeben und 2 Minuten mitgaren. Fenchelwürfel und Kurkuma zufügen, weitere 1 bis 2 Minuten mitgaren und mit restlichem Fenchelkochwasser ablöschen. Alles gut mischen und kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pinienkerne unterrühren und warm halten. Drittens inzwischen Spaghetti in Topf mit Fenchelkochwasser nach Packungsanleitung al dente garen. In kleine Pfanne restliches Öl erhitzen und Semmelbrösel darin bei niedriger Hitze goldbraun anrösten. Mit Zucker und eine Prise Salz vermischen. Viertens Spaghetti abgießen, tropfnass zurück in den Topf geben, darin mit Fenchelsoße mischen und 1 bis 2 Minuten durchziehen, las Senior mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf 4 Teller portionieren und mit Semmelbröseln und Fenchelgrün bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten pro Portion, ca. 658 Kilokalorien, 2750 Kilojoule, 19 Gramm EW, 95 Gramm KA, 22 Gramm F, 8 BE. Wissenswert, die Pasta con le Sarde ist einer der Nudelklassiker der Mittelmeerinsel. Traditionell wird sie wie oben beschrieben und zusätzlich mit pfannfrischen Sardinen zubereitet. Aber auch in der veganen Variante ganz ohne Fisch schmeckt sie hervorragend.